Somi, Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Für dich ein ganz besonderes Spiel. Du kommst von Dynamo Dresden. Wie sehr freust du dich auf die Partie? Ja, schon extrem. Ich glaube, jeder, der behauptet, gegen die Ex-Vereine wäre es ein Spiel wie jedes andere, der hat nicht alle Latten am Zaun. Deswegen, ich freue mich extrem. Es sind viele bekannte Gesichter, die ich wieder sehen kann. Und ist ja natürlich auch ein Spiel mit Brisanz und mit jeder Menge Zuschauer. Deswegen freue ich mich extrem, ja. Von Dynamo Dresden zu Waldhof Mannheim. Was macht Dynamo Dresden, natürlich auch ein absoluter Traditionsverein in Deutschland, was macht den Verein aus, wenn man dort vor Ort auch spielt? Boah, ich glaube schon das Umfeld auf jeden Fall, weil egal ob Zeugwart oder Spieler oder Fans auf den Tribünen, jeder lebt den Verein, jeder ist mit Herzblut dabei. Es ist, glaube ich, ähnlich wie hier beim Waldhof. Und aber grundsätzlich macht es schon Dynamo aus. Trotzdem bist du sehr glücklich, jetzt beim Waldhof zu sein. Jetzt die Saison bisher, bist du ein bisschen von dieser Joker-Rolle gekommen. Wie hast du die angenommen bisher, findest du? Ja, ich denke sportlich, also so wie man es eigentlich machen sollte. Am Spieltag dann immer mit dem nötigen Ehrgeiz. Klar will man immer von Anfang an spielen. Wenn man auch mal von der Bank kommt, muss man trotzdem gut mit umgehen und jetzt nicht irgendwie beleidigt sein. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn ich auch öfters mal wieder von Anfang an spielen kann. Aber wenn es von der Bank ist, ist eben von der Bank. Wir waren in so einem leichten Negativstrudel drin mit 3 Niederlagen am Stück, das Pokalspiel war auch dabei. Wie kommen wir da am besten raus? Ja, ich glaube durch Mentalität, durch Wille, durch Kampfgeist. Ich glaube, das ist auch das, was die Fans von uns fordern. Das ist das, was wir selbst auch von uns fordern, immer am Wochenende und bei den Spielen immer alles auf den Platz zu lassen, alles reinzuhauen. Und so bestehst du in der dritten Liga nur. Und das heißt es, am kommenden Samstag gegen Dynamo ebenso reinzuwerfen. Jetzt Dynamo Dresden, Waldhof Mannheim, das riecht auf dem Feld auch nach einem emotionalen Spiel, viel über Zweikämpfe. Wie wichtig ist trotzdem, dass man nicht das Spielerische ganz aus den Augen verliert und eben auch diese spielerische Komponente mit reinbringt? Ja, ich glaube, das ist immer so ein Balanceakt in der dritten Liga zwischen Kampf, Leidenschaft und aber trotzdem auch spielerischen Elementen. Und es trotzdem nicht zu übertreiben mit dem Spielen, aber auch nicht jeden Ball nach vorne zu prügeln. Und ich glaube, da haben wir jetzt mittlerweile eine ganz gute Mischung gefunden. Das versuchen wir jetzt am Samstag auch wieder auf den Platz zu kriegen. Und dann wird man sehen, wer am Ende als Sieger vom Platz geht. Aber ich hoffe natürlich, dass wir das sind. Man könnte ja auch sagen, dass so ein bisschen von den Voraussetzungen her ähnlich wie im Saarbrückenspiel, auch kommt über Emotionalität, auch wenn es kein Derby ist. Könnte man sagen, so wie man gegen Saarbrücken aufgetreten ist, das ist so eine gute Blaupause zu dem, was wir jetzt wieder machen wollen? Ja, ich denke schon, ja. Also ich glaube, gerade gegen Saarbrücken haben wir dem Gegner auch ein Stück weit den Schneid abgekauft. Und das müssen wir jetzt gegen Dynamo ebenso wieder in die Waagschale reinwerfen, dass wir gerade in den Zweikämpfen enorm präsent da sind. Und ich glaube, das können wir, haben wir auch die Spielertypen dafür. Und das heißt am Ende jetzt bloß noch am Samstag auf den Platz zu kriegen. Dann wünschen wir dir viel Glück, Somi. Und dann hoffen wir mit 3 Punkten nächste Woche wieder hier zu stehen. Danke, hoffe ich auch.